Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zur Fragerunde von Martin Kürster vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die Fragerunde zu seinem Vortrag, die reichen wir jetzt noch. Was war Ihr Beitrag für die Gaia-Mission? Ja, vor allem methodisch. Also das war kein instrumenteller Beitrag am Institut, sondern methodisch diese Astrometriedaten, wie wir die nennen, die sind sehr komplex in der Auswertung. Und da braucht man vor allem sehr moderne statistische Verfahren und so. Und da gibt es, der Corin Baylor-Jones ist da mein Kollege am Institut, der da sehr federführend ist. Das Astronomische Recheninstitut in Heidelberg spielt da auch eine große Rolle. Und wir haben da halt Beiträge dazu, dass man diese Daten analysiert. Da muss man schon nochmal eine eigene Maschinerie auch hochziehen, um diesen Daten gerecht zu werden. Warum weichen die Daten so stark von einer Kepler-Ellipse ab? Ja, Sie müssen, wenn Sie das für einen normalen Doppelstern machen, weicht es auch ab, weil es eine Projektion ist. Die ist ja im Raum doch verkippt. Ja, da wird man leicht getäuscht. Also wenn man wirklich weiß, man schaut von oben drauf, dann muss man schauen, sagen wir mal, der Brennpunkt wäre ungefähr hier oder hier, dann würde man da den zweiten Körper erwarten. Aber wenn das Ganze verkippt ist, dann ist der da nicht mehr, weil man nur die Projektion sieht. Also, aber ich habe jetzt hier keinen Vergleich, wie die Kepler-Ellipse ausschauen würde. Wäre vielleicht interessant, ja. Liegt es daran, dass die Materie ins Schwarze Loch hineinstürzt und somit das Schwarze Loch immer größer wird? Zum Teil ja. Also auch wenn ich, es kommt jetzt darauf an, wie die Materie beschaffen ist. Also auch wenn Sie nur mit Keplerschen Gesetzen arbeiten, kann natürlich, stört sich die Materie auch untereinander. Also zum Beispiel, wenn Sie an unser Sonnensystem denken, die verschiedenen Planeten beeinflussen sich. Die stören ihre Bahnen. Die Bahnelemente, also was weiß ich, Abstand zur Sonne oder Exzentrizität, die schwanken, weil die sich gegenseitig stören. Und sowas kann natürlich auch dazu führen, dass Materie abgelenkt wird, vielleicht ein Teil reinfällt. Man sagt ja, Merkur ist ein Kandidat, dass er irgendwann mal das Sonnensystem verlassen wird, wahrscheinlich eher nach außen, weil er halt zu instabil ist. Also es gibt herkömmliche Effekte, die vielleicht dafür sorgen, aber die Raumkrümmung ändert natürlich die ganze Topologie und Sie haben recht, also die trägt auch dazu bei. Ja. Können Sie etwas zum Budget sagen? Wie viel Geld steht Ihnen zur Verfügung? Es kommt jetzt ein bisschen, also, jetzt geht die Geheimniskrämerei los. Das Institut hat natürlich ein gewisses Budget. So ganz habe ich da gar nicht Einblick. Und wir müssen halt immer betteln gehen. Wir sagen, also so ist ein Max-Planck-Institut organisiert, die Direktoren haben das Sagen. Und wir müssen halt sagen, das ist ein interessantes Projekt, können wir nicht, und dann entscheiden die. Also ich mache mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht genau die Antwort auf Ihre Frage, aber dieses Link-Nirvana-Projekt, wo ich vorhin gezeigt habe, 25% der Arbeitsleistung in den letzten 20 Jahren ging da rein. Gut, da sind auch Projektpartner beteiligt, aber wir waren die Größten. Das lag so in der Gegend 20 Millionen. Arbeitsleistung und Hardware, also alles. Stellen Sie die Bauteile für das Projekt selber her oder haben Sie Zulieferer? Sowohl als auch. Also zum Beispiel haben wir die feinmechanische Werkstatt mit diesen CNC-Maschinen, die ich gezeigt habe. Die fertigen dann natürlich hauptsächlich Unikate. Also Sachen, die man eben nicht kaufen kann, meistens aus Aluminium für den Weltraum, möglichst leicht, aber auch aus anderen Metallen. Das sind Sachen, die unsere Konstrukteure entworfen haben und die fertigen die dann. Meistens Unikate. Immer dann, wenn es einen Bedarf gibt, für eine Massenfertigung, gehen wir typisch in die Industrie, weil man das dann da günstiger
bekommen, also auch vom Zeitaufwand her günstiger. Aber typischerweise bauen wir ja Dinge, die noch nie jemand gebaut hat. Und die haben eine spezielle Konstruktion, weil sie ja auch einen Zweck erfüllen, der die Industrie sonst oft nicht interessiert. Ja. Deswegen bauen wir sehr viel fertig, auch sehr viel selber, auch in der Elektronik. Wurden die Namen der 4 Teleskopspiegel in Chile wirklich der Sprache der Mapuche entnommen? Ja, ich müsste jetzt lügen, wenn ich es zusammenbringe. Ich glaube, es ist irgendwie Sonne, Mond, Venus und die Plejaden, irgend sowas. Müsste ich selber nachschauen. Aber es stimmt, die sind bewusst aus der Mapuche-Sprache, aus dem Mapudungun nennt sich die, gewählt worden, weil man halt irgendwie einen Lokalbezug herstellen wollte. Es gibt ja in Chile nach wie vor da große, noch ziemlich starke Landkonflikte mit den Mapuche, die halt denken, also der Meinung sind, das Land gehört ihnen und es ist ihnen weggenommen worden, was man ja durchaus so sehen kann.